Er ist zurück. Eine freudige Botschaft für alle eingefleischten DSDS-Fans. Mark Medlock, der Gewinner aus der 4. Staffel von Deutschland sucht den Superstar aus dem Jahr 2007, kündigt Anfang Februar sein Comeback an. Einen neuen Song hat er im Gepäck, um seinen Fans die traurige Corona-Zeit zu versüßen. Der ehemalige Bohlenliebling ist auch heute noch ein echter Publikumsmagnet, wie auf seinem Facebook-Account deutlich wird. Dort ist es auch, wo er zeigt, wie er in seiner Heimat Sylt lebt. Als Privatier hat er sich nämlich bereits vor Jahren auf der nordfriesischen Insel niedergelassen und hat ein schickes Heim gefunden. Gemeinsam mit seiner Managerin Cornelia, die er liebevoll Conny nennt, lebt er in einem schicken Zuhause. Die gemütlichen Plüschsofas und der edle Perserteppich geben seinem Wohnzimmer echtes Flair. Auf der Aufnahme ist der 42-Jährige gerade dabei, ein Wohnzimmerkonzert zu geben, was auch die beachtliche Instrumentensammlung erklärt. Schade, dass uns der gebürtige Frankfurter sein Zuhause nicht in Farbe zeigt. Aber vielleicht kommt das ja noch.